Wir sind Janina Küffner und Julia Schelhorn, Zugchefin und Zugbegleiterin bei DB Fernverkehr in Nürnberg. Wir fahren jeden Tag woanders hin, ob nach Hamburg, nach München, nach Berlin, ob früh oder spät oder in die Übernachtung. Jeden Tag woanders, jeden Tag neue Leute, andere Züge. Ich denke, dass halt auch viel Fingerspitzengefühl und Menschenkenntnis auch dazu gehört, dass man in gewissen Situationen gut reagiert, dass man sich auch gerne mit Menschen arbeitet im Endeffekt, weil man sollte schon Menschen mögen, um Zugbegleiter oder Zugchef zu sein. Guten Tag, liebe Gäste, und herzlich willkommen in der Deutschen Bahn. Auf dem Rückweg von Hamburg nach Nürnberg, da saß die junge Dame im Abteil und hat mir das Ticket gezeigt, aber hatte noch eine Frage, weil sie eigentlich einen anderen Zug hätte nach Budapest. Der ist aber bis Szczecin ausgefallen, ist dann ins Reisezentrum. Dort wurde ihr dann gesagt, dass sie ein neues Ticket kaufen muss. Und das hat sie dann auch getan, weil sie dringend zurück musste nach Budapest zu ihrem Studium. Hat allerdings um die 230 Euro gezahlt, über 230 Euro, was für sie sehr, sehr viel Geld war. Auf jeden Fall war sie eben sehr, sehr verzweifelt. Und dann haben meine Kollegin und ich rumtelefoniert, haben nochmal nachgefragt, ob es jetzt wirklich so ist. Ich habe im Reisezentrum sogar angerufen und habe gefragt, wer das gemacht hat, warum. Und dann haben wir ihr mit Getränkegutschein erstmal so ein bisschen beruhigt, haben auf sie eingeredet, haben gesagt, das stimmt alles so nicht, sie kriegt ihr Geld sicher zurück. Und in Nürnberg, wo wir dann Feierabend hatten, sind wir dann zusammen mit ihr ins Reisezentrum. Und da habe ich gesagt, ich bestehe jetzt darauf, sie kriegt jetzt ihr Geld zurück, das kann nicht sein. Und das hat sie auch tatsächlich, bis auf die Bearbeitungsgebühr von 19 Euro. Es ist mir eine sehr, sehr große Ehre, muss ich ehrlich sagen. Schon mal, dass ich mit meiner Kollegin zusammen ausgezeichnet werde. Da freue ich mich sehr, weil wir fahren zusammen im Team. Wir waren schon unglaublich stolz, dass wir überhaupt nominiert wurden. Im Endeffekt sehe ich es auch als stellvertretend, dass wir diesen Preis bekommen für alle anderen Kollegen, die jeden Tag so einen tollen Job machen und auch in härtesten Situationen immer ihre Geduld und ihre gute Laune behalten.